Babys brauchen immer besondere Pflege. Heute werden wir auf Lalilu die wichtigsten Dinge für Neugeborene selbst herstellen. Kinder bekommen nur die besten Sachen. Zunächst einmal braucht die werdende Mutter des Kindes etwas Pflege. Ein Schwangerschaftskissen ist ein Muss. Falte den Stoff der Hälfte nach und zeichne ein Kissen. Schneide es entlang der Linie aus. Falte den Stoff so, dass die Rückseite nach oben zeigt und nähe ihn. Drehe ihn auf die rechte Seite und stopfe das Kissen mit einer Polyesterfaserfüllung aus. Dann nähe das Loch zu. Jetzt wird unsere zukünftige Mutter fest schlafen und das Baby wird gesund und schön sein. Übrigens, es ist nun Zeit, ein Tragebett für unser Baby zu basteln. Schneide die notwendigen Details aus glitzerndem Schaumpapier aus. Schneide die gleichen aus Stoff aus. Klebe sie auf die Rückseite des Schaumpapiers. Befestige eine Seite an einem ovalen Boden und füge oben einen Schatten hinzu. Wir machen die Griffe aus Pfeifenreiniger, damit sie sowohl praktisch als auch schön sind. Jetzt müssen wir sie nur noch mit einem Band verzieren und unsere Babytragetasche ist fertig. Das Tragen eines Babys wird für unsere Barbie kein Problem sein. Aber da sie ziemlich schwer ist, wird Papa sie tragen und Mama wird einen Blumenstrauß bekommen. Ein Wickeltisch wird am einfachsten herzustellen sein. Rolle leicht gemustertes Papier und klebe zwei Halbkreise aus demselben Papier in den Wickeltisch. Und zwar um die Ecken herum und bringe die Verzierungen an, die wir vorher ausgeschnitten haben. Das sieht sehr niedlich aus. Jetzt kannst du das Baby auf einem Filzwickeltuch wickeln. Aber woher kriegen wir diese kleinen Windeln? Ein quadratisches Stück irgendeines schönen Stoffes reicht aus. Falte es zweimal in der Hälfte und schneide eine Windel aus. Dann klebt man einen Klettverschluss an den Rändern an und legt ihn auf das Baby. Großartig! Ziehen wir das Baby weiter an. Zeichne mit einer Pappschablone einen Baby-Bodysuit auf Papier. Schneide zwei Lagen aus. Damit du ihn an den Rändern entlang nähen kannst. Er passt wie ein Handschuh. Zeit für etwas Schwierigeres. Schneide ein Stück Filz so zurecht, dass es in eine alte Gesichtspuderdose passt. Dann befestige es mit Klebstoff. Suche vier identische Stöcke und klebe sie auf den Filz. Wickle Tüll herum. Befestige ihn ebenfalls mit Heißkleber. Die Fugen können leicht mit einem weißen Band abgedeckt werden. Jetzt hat unser Baby seinen eigenen Laufstall. Und wir werden auch eine Lauflernhilfe haben. Nimm einen Papierschlauch und schneide einen dünnen Ring aus. Wickle ein Kreppband darum und mache kleine Räder aus Perlen. Nimm die Papierrolle und schneide einen breiteren Ring aus. Mache ihn kürzer und umwickle ihn mit Klebeband. Verziere ihn mit Perlen. Mach einen kleinen Tisch aus Karton und Aufkleberstoff. Schneide nun vier Stücke Draht aus und klebe sie auf den Ring mit dem Tisch.
Wenn das Baby die Gehhilfe nicht mag, kann Papa es in ein Tragetuch stecken. Nähe eine Tasche in der Mitte eines langen Stoffstücks. Wickle den Stoff um die Taille und die Schultern des Vaters und binde es am Rücken zusammen. Das Baby passt perfekt hinein. Aber das Wichtigste ist, dass das Spielzeug in die Tasche passt. Als nächstes werden wir einen Kinderwagen basteln. Beginnen wir mit der Herstellung eines Rahmens aus weißen Stöcken. Wir kleben sie zusammen und machen daraus U-förmige Teile. Jetzt müssen wir alte Spielzeugautoräder finden. Wir kleben sie auf die weißen Teile. Schneide einen breiten Streifen Pappe ab. Wickle ihn ein und klebe ihn in einen Kegel. Wickle Stoff herum. Füge ein Band hinzu. Jetzt können wir die Stäbchen beschichten und den Kinderwagen zusammensetzen. Toll! Nimm einen Gesichtscremedeckel und klebe eine Füllung aus Polyesterfasern darauf. Dann wickle sie auch in Stoff ein. Wir erhalten ein schönes und vor allem weiches Kissen. Nimm nun einen dunkleren Stoff und wickle Draht um die Ränder. Trage Heißkleber auf einen Streifen auf und befestige den anderen darauf. Jetzt haben wir einen stilvollen und praktischen Kinderwagenschirm. Und er sieht mit diesen Schleifen viel schöner aus. Wir müssen das Stück nur noch am Kinderwagen befestigen. Verwende dafür 2 Tropfen Heißkleber. Wir erhalten ein schönes Set. Einen Kinderwagen, ein Body und eine Tasche. Aber was, wenn es anfängt zu regnen? Dann brauchen wir nur einen durchsichtigen Ordner aus Plastik mit einem Reißverschluss. Wir schneiden ein paar Stücke daraus aus. Wir kleben sie aneinander und decken die Fugen mit einem Goldband ab. Jetzt ist unser Baby in Sicherheit und wird nicht mehr nass. Wir können die ganze Familie zusammenbringen und in einem Park spazieren gehen, auch wenn es regnet. Aber in diesem Fall ist es am besten, zu Hause zu spielen. Lasst uns eine Spielzone einrichten. Schneiden wir einen großen Schaumpapierkreis aus. Breite 3 Drahtbögen vor und klebe sie auf. Kleber und ein Band halten die Verbindung zusammen. Biege ein kürzeres Stück Draht zu einem Kreis und befestige es in der Nähe der Verbindung. Wickle Pfeifenreiniger um das Rohr. Kleine Spielzeuge werden das i-Tüpfelchen. Hänge sie an eine Kette, damit das Baby mit ihnen spielen kann. Du kannst leicht ein Babykissen nähen, wenn du das Schwangerschaftskissen nimmst. Du musst auch ein hufeisenförmiges Stück Stoff ausschneiden, es mit einer Polyesterfaserfüllung ausstopfen und zukleben. Es ist weich und schön. Ich denke, ein Babytisch ist das Einzige, was fehlt. Man schneidet eine Tischplatte aus Karton aus. Wickle sie in Stoff ein. Perlen werden diesmal Beine sein.
Wir werden viele verschiedene Schattierungen von Schaumpapier brauchen, um Kreise auszuschneiden. Und eine Pyramide mit einem Stab in der Mitte zusammenzusetzen. Wenn auf dem Tisch etwas Platz ist, kannst du einen Draht zu einem M formen und Perlen aufziehen. Alles fertig! Jetzt hat unser Baby absolut alles, was du dir vorstellen kannst. Und wir glauben, es gefällt ihr. Es ist Zeit, sich nach einem anstrengenden Tag zu entspannen und einen Familienausflug mit dem Auto zu machen. Du wirst keinen Laufstall, keine Lauflernhilfe und alles, was du willst, mitbringen können. Aber das Wesentliche wird immer in der Nähe sein. Das Wichtigste ist, dass die ganze Familie zusammen ist. Hat dir unser Video gefallen? Dann gib uns einen Daumen nach oben und klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal, Lalilu.